5.30 Uhr in Tojor, Rumäniens einzigem Frauengefängnis. Jede vierte Frau hier ist inhaftiert, weil sie ihren Ehemann getötet hat. Gefängnisdirektorin Sinica Trandafirescu beim Inspektionsgang durch ihre Haftanstalt. Heute früh beginnt sie in der Näherei, wo 200 der insgesamt 1200 Insassinnen arbeiten. Einen wichtigen Teil des Gefängnisbudgets erwirtschaften sie selbst. Auftragsproduktion aus dem rumänischen Frauenknast für eine britische Modefirma. In der Näherei arbeiten vor allem Gefangene mit langen Haftstrafen, darunter auch jene Frauen, die wegen Mordes an ihrem Ehemann verurteilt wurden. Daniela Christodor ist eine sogenannte Gattenmörderin und ihre Geschichte geradezu exemplarisch. Sie lebte in ärmlichen Verhältnissen mit ihren drei Kindern und dem Ehemann. Dessen Alkoholkonsum und Gewalt führten immer öfter zu Konflikten. Eines Tages dann der Eklat. Mit einem Stein erschlug die schmächtige Frau ihren betrunkenen Mann. 8 Jahre Gefängnis. Morgendliche Teambesprechung bei Direktorin Trandafirescu. Seit ihrem Amtsantritt hat sie die Haftbedingungen ziemlich umgekrempelt. Für Rumänien fast eine Revolution. Etwa Einsatz.